Ich bin Jess von den jungen Festival-Bloggern und ich sitze hier mit Gerald Götsch, dem Chefredakteur der Lübecker Nachrichten. Herr Götsch, ich habe einige Fragen an Sie. Die erste wäre, wie sind Sie zum Journalismus gekommen? Ja, da war mein Vater ein bisschen schuld, weil der war auch Journalist. Und ich habe als Jugendlicher viel gejobbt, tatsächlich so Zeitungen ausgetragen und Botengänge und im Satz habe ich mal mitgeholfen. Und dann war ich irgendwann 17 und hatte schon eine ganze Menge gemacht. Und dann hat mich ein Kollege meines Vaters angesprochen, willst du nicht mal in Sekretariaten aushelfen und auch mal freie Mitarbeit machen? Und irgendwie, bis ich dann Abi hatte, hatte ich schon richtig ein paar Berufsjahre als Aushilfe. Und ich habe vier Geschwister und er hat uns gewarnt, macht was Anständiges, nicht Journalismus, aber ich habe nicht auf ihn gehört und ich habe es auch nie bereut und er war nachher auch ganz angetan. Okay. Sie als erfahrener Journalist, welche Tipps hätten Sie an uns, die jungen Festivalblogger, jetzt für die kommenden Tage? Also die Tipps, die ich eigentlich auch Volontären mitgebe oder überhaupt jungen oder älteren Menschen, die bei uns anfangen, vor allen Dingen offen sein, Leuten zuhören, sich interessieren, unvoreingenommen sein, sich einlassen auf Menschen, niemals arrogant sein. Und vor allen Dingen sollte man auch immer denken, was ich transportieren will, das muss aber ankommen. Also sich freimachen sozusagen von eigenen Sprachweisen oder Macken oder so dieser Blase, in der man sich befindet, so um möglichst breites Publikum zu erreichen. Also verständlich was rüberbringen. Auf welchen Film freuen Sie sich denn dieses Jahr am meisten? Oder allgemein, was muss ein Film haben, um Sie zu begeistern? Ich bin ein totales Weichei. Ich hasse Filme mit, was heißt das, ist zu viel, aber ich gucke mir keine Filme mit Gewalt an oder Horror oder Psycho oder so. Das ist schon lange so, weil ich finde, die Wirklichkeit ist brutal genug. Ich habe bei den nordischen Filmtagen einige Schocker hinter mir und war mal kurz auch davor, aufs Kino zu gehen, als da irgendwie jemand so ein Pferd ausgeweidet hat, um drin zu schlafen, um nicht zu erfrieren. Und am Ende weiß ich selber noch nicht, weil ich mache das immer so ein bisschen spontan. Ich gucke, dass ich sehe, wo ist noch eine Lücke und insofern habe ich keinen direkten Favoriten. Okay. In Ihrer Laufbahn als Journalist, wie hat sich Ihre Arbeit verändert? Ja, die hat sich wahnsinnig verändert. Ich habe angefangen in den 80er Jahren und da war das so, dass wir Texte und Fotos gemacht haben und meistens haben wir auch ein, zwei, drei Themen am Tag gehabt. Meistens halt, wenn man ein großes Thema hatte, nur ein Thema und man hatte morgens die Idee oder den Input oder was weiß ich, den Anlass und ist raus und hat dann Fotos gemacht, hat recherchiert den ganzen Tag und irgendwann abends zum Andruck hat man dann die Geschichte fertig gehabt. Und heute ist das komplett anders, weil online ist halt eine andere Wirklichkeit. Das heißt, von der Idee bis zur ersten Variante hat man nicht mehr so viel Zeit. Je nachdem, wenn Konkurrenzdruck ist, hat man eigentlich auch überhaupt keine Zeit. Darunter leidet natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, schon im ersten Take wirklich viele Stimmen zu haben. Das heißt, es geht mehr um Schnelligkeit und es geht darum, dass man das immer aktuell hält. Und es geht natürlich auch um viele Details, die es in den 80er Jahren noch nicht gab. Also gab es keine Suchmaschinen. Und heute ist das wahnsinnig wichtig, dass man das alles bedenkt, dass man Newsletter macht, dass man Videos macht, dass man verlinkt, dass man einen Plan hat, wann spielt man es aus, in welcher Reihenfolge. Insofern ist das der Beruf nicht unbedingt schwerer geworden, aber er ist intensiver, er ist schneller geworden. Und er hat viel mehr Facetten. Das macht insbesondere jungen Leuten auch sehr viel Spaß. Aber es hat zwei Seiten. Also man könnte sagen, die Sorgfalt leidet ein bisschen drunter. Das lässt sich nicht ganz verleugnen. Es ist anders. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass man halt wirklich ein bisschen mehr Ruhe dabei hatte. Es ist ein bisschen Rennen geworden.
Ja, insofern hat sich viel verändert, ist, auch in der Technik hat sich natürlich viel verändert. Als ich anfing, da haben wir noch Filme entwickelt. Also das war natürlich auch alles sehr langsam. Heute ist der Vorteil, es geht alles schneller. Wir haben auch eine ganz andere Audience. Wir kriegen Bilder von der Masse. Das gab es früher nicht. Ne? Aber das wird jetzt sehr lang. Das ist nur ein Teil, was sich geändert hat. Und dann noch eine abschließende Frage. Wie sieht für Sie die Zukunft des Journalismus aus? Spannend. Das ist ein kompletter Kulturwandel, den wir gerade erleben. Es gibt keine Monopole mehr. Als ich anfing, gab es tatsächlich regional Meinungsmonopole, also da, wo es nur eine Zeitung gab. Wurde auch zu Recht kritisiert. Es ist heute, löst sich das alles auf. Das ist absolut positiv, weil jeder kann publizieren. Und gleichzeitig ist das auch eine große Gefahr für den Journalismus. Zum einen, weil der sich schwerer refinanzieren lässt. Also das Monopol sozusagen, dass jemand eine Druckmaschine braucht und ein ganzes Equipment, eine Mannschaft, um publizieren zu können, bedeutet auch, dass der dieses ganze Equipment auch deutlich besser refinanzieren kann, weil er hatte damals auch das Monopol oder zumindest Teilhabe an diesem Markt, also zum Beispiel Stellenangebote, Autos, Immobilien. Das lief ja auch alles in der Regel über überregionale und regionale Printmedien. Das ist sehr zurückgegangen und das bedeutet, dass sich professioneller Journalismus auch ein Stück weit schwieriger refinanzieren lässt. Und ich müsste jetzt ausholen, natürlich ist auch jeder, der publiziert, der sich Journalist nennt, das ist kein geschützter Beruf, hat auch das Recht, seine Meinung, seine Beiträge kundzutun, aber er ist sozusagen nicht mehr mit seiner Company verantwortlich zu machen. Und daran liegt auch durchaus eine Gefahr, weil ein Haus, was sein Renommee auch verteidigen muss durch seriösen Journalismus, also auch immer wieder sich rechtfertigen muss für das, was produziert wird, steht unter einem ganz anderen Druck. Und jemand, der das allein macht, kann auch sagen, okay, ich habe jetzt einen Exklusivdeal mit einer Richtung und die pushe ich. Und wer soll mir das übel nehmen? Und dann gehört er halt nicht zu meiner Blase. Also die Fragmentierung, die mit dem Online-Journalismus einhergeht, ist halt auch groß und birgt Gefahren. Okay. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich freue mich schon sehr auf die kommenden Filmtage. Und vielleicht laufen wir uns ja auch nochmal über den Weg. Ja, das würde mich freuen. Danke dir, Jess, und danke an das ganze Blogger-Team.